Guten Abend, im Post zu schreiben, Ellen Lange, für die Homepage. Das macht ziemlich viel Arbeit und ist ziemlich brotlose Kunst. Deswegen versuchen wir es mal einfach mit abendlichen Videos, die nicht allzu lange dauern sollen, aber wenigstens über das informieren sollen, was so vielleicht passiert ist. Heute ist ehrlich gesagt nicht viel passiert, das muss man mal so sagen. Die Wall Street war heute nicht am Start und entsprechend hat sich dann auch der DAX nicht so richtig getraut, ja, so richtig Gas zu geben. Es war trotzdem ein freundlicher Wochenstart. Die Infektionszahlen im Zusammenhang mit Covid-19 sinken weiter. Und es sind auch deutlich weniger Menschen auf den Intensivstationen in Deutschland inzwischen und auch in anderen europäischen Ländern sieht es nicht mehr so schlecht aus, obwohl es ja die bösen Mutanten gibt, weshalb zum Beispiel die Bundesregierung Angst hat, weitere Lockerungen schon mal zu versprechen. Und wir werden wohl auch noch Ostern zu Hause hocken. Naja, die Europäische Union will 150 Millionen zusätzliche Dosen von Moderna bestellen. Und außerdem hofft der Markt natürlich weiterhin auf die geldpolitischen und fiskalischen Unterstützungen. Die EZB brachte ja so nach und nach jetzt ihr Hilfsprogramm langsam auf den Weg. Also das ist ja schon lange beschlossen, aber inzwischen wird es auch verteilt. Und in den USA, wie gesagt, da gibt es ja vielleicht bald 1,9 Billionen Dollar zusätzliche Hilfe, vor allem auch in Checks. Man hofft natürlich, dass der Konsum angefeuert wird, aber eventuell kommen ja die Reddit-User wieder auf die Idee, irgendwelche Aktien nach oben zu handeln. Lassen wir uns mal überraschen. Übrigens haben wir aus der GameStop-Aktie, auf alle Fälle gelernt, dass wer langfristig anlegt, letztendlich das einfach links liegen lassen kann. Heute waren die Rohstoffaktien Gewinner und damit fangen wir dann auch gleich mal an. Wir gucken als erstes mal schnell auf den DAX und sehen, dass also hier schon vorbörslich der DAX schon wieder fast an seinem Allzeithoch hier war, das ja bei 14.194, manche sagen auch 96 Punkten liegt. Wir sehen, dass wir hier über dem Kijun geblieben sind, nachdem wir hier am Anfang, nach dem Handelsstart heute in Frankfurt, dass wir ein bisschen zurückgekommen sind, blieben wir aber über dem Kijun aus dem Ichimoku im Stundenchart. Demzufolge ist hier eigentlich nicht wirklich viel nach unten passiert. Inzwischen kommen wir wieder langsam hier nach oben und ja, die Chance auf ein neues Allzeithoch bleibt damit weiterhin bestehen. Was wir hier sehr schön sehen ist, dass wir hier unten so bei 13.960 Punkten, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer hier bei 13.940, haben wir einen wichtigen ersten Support. Und dann hier in diesem Bereich würde ich dann bei 13.865 aber noch mehr, sieht man auch hier an dieser Ichimoku-Wolke noch, bei 13.770 Punkte. Das wären die ersten Unterstützungen. Zurzeit spricht allerdings wirklich wenig dafür, dass es jetzt gravierende Gewinnmitnahmen gibt. Mal gucken, was die Wall Street macht morgen. Aber wir haben schon gesagt, Rohstoffaktien, das lief richtig gut. Das sieht man zum Beispiel eben beim Rohöl, das heute dann über 60 Dollar gestiegen ist. Wie wir hier sehen, gleich mit dem Handelsstart im Prinzip ging es nach oben und es ist jetzt zwar hier ein bisschen abgebröckelt, aber das ist hier eher eine korrektive Bewegung. Also hier könnte im Prinzip dann doch der nächste Ausschlag kommen und der könnte dann durchaus Richtung 65 Dollar gehen hier zu diesem Hoch aus dem Januar 2020. Also wir sind zurzeit so im Bereich von 12 Monatshochs. Das zeigt auch letztendlich, dass eben doch der Konjunkturoptimismus ziemlich gut ist. Das wollten wir erstmal zeigen. Das sehen wir auch im Silber, das sich eigentlich relativ gut hält. Hier hatten ja auch mal die Reddit-User ihren großen Auftritt. Danach bröckelte das Ganze dann wieder auf Normalniveau ab. Aber insgesamt ist schon eine steigende Tendenz im Silber zu sehen, was eben auch durchaus eben damit zu tun hat, dass ja Silber ein Industriemetall ist und nicht nur ein Edelmetall. Denn wenn es ein Edelmetall nur wäre, dann wäre heute nicht viel passiert, wie wir letztendlich auch im Gold sehen. Denn Gold kämpft weiterhin irgendwie mit der 1821 da und kommt nicht so richtig hoch. Im Gegenteil, wenn wir hier sehen, hat sich gerade der Tenkan wieder unter den Kijun gelegt. Allerdings ist der orangefarbene Kijun, der zeigt nach oben. Naja, also so richtig ganz bärisch ist es auch nicht, aber viel Bullisches fällt mir dazu jetzt gerade auch nicht ein, denn wir bleiben hier auch weiterhin
unter der Wolke. Schauen wir mal. Und wenn wir über Rohstoffe reden, könnten wir auch mal ein anderes Konjunkturbarometer uns anschauen. Das Kupfer. Das ist auch weiter gestiegen, wie wir hier sehen. Ein bisschen zappelig, aber insgesamt doch ziemlich stabil. Inzwischen fast bei 4 Dollar. Und wenn wir uns das mal im Monatschart anschauen, sehen wir, das ist sehr lange her, dass wir auf diesem Niveau schon mal gewesen sind. Ja, was gab es heute ansonsten noch so? Schwächere Industrieproduktion aus der Eurozone hat nicht wirklich jemanden gewundert, war ja schon aus Deutschland schwach, da ist es dann meistens in der Eurozone auch nicht viel besser. Die Aktie des Tages war heute Vivendi, die wollen ihr Musikgeschäft an die Börse bringen. Schauen wir mal, ob wir das schnell hier eingegeben bekommen. Dann schauen wir uns diese Aktie auch mal vielleicht schnell an. Wird ja in Paris gehandelt, da sehen wir den großen Sprung heute von 26 auf ja inzwischen 31 Euro. Ja, das muss man, sowas muss man vorab wissen. Es gab sicherlich auch viele, die hier bestimmt Order gesetzt haben, denn das war durchaus schon vorher auch im Gespräch, dass das passieren könnte. In den USA aber wie gesagt Feiertag und seit 1990 erstmals wieder na, wieder gestanden, wieder über die 30.000er-Marke gesprungen ist der Nikkei. Herzlichen Glückwunsch dazu vielleicht nochmal. Da könnte man jetzt sagen, dass wir hier ein Ausbruchsniveau haben bei 29.615. Das sollte dann mal auch der erste wichtige Support sein. Darüber noch hier der Kijun bei 29.875. Schauen wir noch schnell zum Schluss auf den Euro. Der hat heute seitwärts agiert, ist also nicht viel passiert. Und Bitcoins haben ja schwach begonnen und dann aber stark wieder zugelegt. Die 50.000 haben wir noch nicht ganz erreicht, aber fast sehr zappelig zeigt es sich heute. Jota, sagen wir hier. Die sind heute erstmal ordentlich abgekackt, haben sich dann aber hier an der Ichimoku-Wolke bei 1,0250 ungefähr stabilisiert und sind inzwischen wieder auf dem Weg nach oben, noch unter der Wolke, aber der blaue Tenkan hat den Kijun nach oben gekreuzt. Das sieht schon mal so aus, als ob sich hier alles schon wieder stabilisiert hat. Mein Kursziel, ich bin hier am Wochenende eingestiegen, mein Kursziel ist hier 3 Dollar. Das ist natürlich wie alles andere keine Handelsempfehlungen. Das ist doch ganz klar. Noch der Ausblick auf morgen schnell. Morgen ist weiterhin in China Feiertag. Ansonsten, naja, ich muss ehrlich sagen, dass das hier irgendwas bewegen wird, was hier steht. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Aber die USA handeln morgen wieder, die Wall Street handelt morgen wieder, auch wenn es morgen keine Daten von da gibt. Und da können wir doch mal zumindest hoffen, dass da vielleicht der eine oder andere doch neue Impuls kommt. Wenn nicht, haben wir morgen wieder Seitwärtshandel. So sieht es jetzt erstmal aus. Wie gesagt, also die Vorgaben für heute sind jetzt nicht so prickelnd für morgen. Das war's. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis demnächst.